Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte heute der Frage nachgehen, die auch viele in die Kommentare geschrieben habt, nämlich in welche Gremien wir denn jetzt ganz konkret als Pflegekammer eingebunden sind. Man kann ja unterscheiden zwischen denen, die gesetzlich verankert sind und solche, die eher vom Minister oder vom Ministerium anlassbezogen mitberufen werden. Zu denen, die über das Heilberufsgesetz auch für die Pflegekammer jetzt zugänglich sind, gehört die Landesgesundheitskonferenz, der Landesausschuss Alter und Pflege, die Arbeitsgemeinschaft zur Umsetzung und Weiterentwicklung des Wohn- und Teilhabegesetzes, die Ethikkommission der Ärztekammer natürlich, der Landesfachbeirat Psychiatrie, der Inklusionsbeirat, der Fachbeirat Sucht, die Landeskommission AIDS, und das Begleitgremium der Pflegeberufereform. Das nächste, was stattfinden wird, ist am Donnerstag. Da sind wir mit zwei Errichtungsausschussmitgliedern im Landesausschuss Alter und Pflege. Und da werde ich dann am Donnerstag wieder darüber berichten. Wünsche euch bis dahin erstmal alles Gute, einen ruhigen Dienst. Und wenn euch bestimmte Themen nochmal besonders interessieren, dass wir es auch mal in diesem Format darstellen sollen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Bis dann. Tschüss.